S wie Spitzenkappung. Spitzenkappung ist ein Mittel zur Begrenzung des Netzausbaus. Dahinter steckt eine einfache Überlegung. Windkraft- und Photovoltaikanlagen erreichen ihre Höchstleistung nur selten, nämlich wenn der Wind besonders stark weht oder die Sonne intensiv scheint. In diesen wenigen Stunden im Jahr können die Anlagen zwar besonders viel Strom produzieren, jedoch ist im Vergleich zu ihrer regelmäßigen Ausbeute der zusätzliche Ertrag gering. Hier setzt die Idee der Spitzenkappung an. Bei der Planung des Netzes wird so getan, als gäbe es diese seltenen Wind- und Solarspitzen nicht. Dazu wird die Menge des eingespeisten Stroms gedanklich um einen gewissen Prozentsatz reduziert, so dass die Netze diesen Strom nicht aufnehmen müssen. Der Vorteil? Das Stromnetz wird nicht für solche seltenen Ereignisse ausgebaut.